Liebe Zuschauer, was haben die Deutsche Börse und Amazon gemeinsam? Beides sind digitale Marktplätze. Glaubt man kaum, so unterschiedlich sind ihre unternehmerischen Konzepte. Aber digitale Marktplätze werden immer beliebter in der Unternehmenswelt und bei uns Verbrauchern, Stichwort Cyber Week, wo wir alle shoppen gehen. Aber inzwischen sind digitale Marktplätze auch ein Anlagethema. Allein der Lauf von Amazon an der Börse ist sprichwörtlich. Was geht da noch? Und wo bleibt Deutschland in diesem globalen Spiel? Das besprechen wir in einem Zertifikate-Spezial mit Thomas Rappold. Schönen guten Tag. Guten Tag, Frau. Und Heiko Geiger von Vontobel. Schönen guten Tag. Hallo, Frau Herrn. Die Zukunft des Einkaufens ist chinesisch, Herr Rappold, titelt das Handelsblatt diese Woche. Und ja, man sieht es auch bei Alibaba und JD.com, aber die investieren inzwischen auch in stationäre Geschäfte, also so Lebensmittelläden ganz ohne Mitarbeiter, was wir hier in Deutschland gar nicht kennen. Und Amazon Go, die ähnlich verfahren in den USA, tun sich da deutlich schwerer. Behalten die Handelsblatt-Kollegen mit ihrer These recht? Wie viel China ist der E-Commerce-Markt heute bereits? Ich denke schon, der E-Commerce-Markt in China ist von der reinen Zahl an Menschen mit über einer Milliarde sehr, sehr groß und vor allem sehr digital. Während wir in Europa und in den USA noch stark auch physisch unterwegs sind, sind die Chinesen eben sehr stark digital unterwegs. Insofern hat China durch die Homogenität und die Abschottung hier einen riesen Vorteil. Okay, Deutschland, da sind so die großen Player Amazon, natürlich Otto, Zalando. 2017 hat Amazon weltweit allein 1000 neue Händler hinzugewonnen. Und man sagt immer so, da wo Amazon ist der Rest platt. Ist das so? So einfach in meine Online-Plattform bauen ist es ja auch nicht. Das ist richtig, aber Amazon hat über die letzten 20 Jahre es peu à peu geschafft, angefangen vom Buchhandel, dann mit dem Buchverkauf, dann viele Zwischenhändler obsolet zu machen. Werden sie weiter vollziehen. Aktuell die Tage, wie wir mitbekommen haben im Gesundheitssektor, dass sie sich dem Gesundheitssektor annehmen und zusammen mit Berkshire Hathaway und JP Morgan dort eine eigene Art von Krankenversicherung aufsetzen. Oder denken Sie an den Versicherungsbereich, wo die großen Versicherer jetzt so langsam auch kalte Füße bekommen, weil Amazon in diesen Markt auch einsteigen wird. Okay. Man liest immer, dass Online und Offline verschmelzen oder verschmelzen sollen. Ist das mehr Wunschdenken oder ist das Realität? Ich denke, beide Aussagen sind richtig. Mhm. Sie haben das erwähnt, Amazon Go dann, also den Supermarkt neu zu erfinden. Man muss auch ein bisschen ketzerisch sagen, den Einzelhändlern oder Supermarktketten ist die letzten, sagen wir mal, 70 Jahre nichts mehr eingefallen. Also als mehr Filialen hinzustellen, dann das war das Einzige. Aber Amazon kommt mit neuen Konzepten, die ohne Kasse auskommen, dann die mir das Einkaufen eigentlich erleichtern. Das sind Innovationen, die auch gut sind für den Markt. Herr Geiger, machen wir es mal an Beispielen fest, was digitale Marktplätze heute können, wo es überall welche gibt, also Finanzen, Reisen, Immobilien, Börsen, Lebensmittel. Im Vergleich Amazon und Alibaba. Alibaba in China, weniger Umsatz, ist aber deutlich profitabler. Was machen die anders? Wie unterschiedlich sind die Konzepte? Ich denke, dass vor allem Alibaba ganz stark im Bereich Digitalisierung tätig ist, wahrscheinlich noch stärker als Amazon. Amazon, was wir auch besprochen haben, schon sehr stark eben auch noch auf den physikalischen Handel und Transport setzt. Eben auch der Zukauf von Whole Foods im letzten Jahr unterstreicht dies. Während Alibaba hingegen gerade auch im asiatischen Bereich, Stichwort digitale Seitenstraße, sehr stark in die Digitalisierung investiert hat und dort eben auch die digitalen Marktplätze bestimmt. Was Amazon ausmacht, nicht für alle zum Vorteil, ist, dass es andere eben platt macht. The winner takes it all. Ist das in Asien, China mit Alibaba ähnlich? Das ist eigentlich das Prinzip dieser Plattformen schlechthin, the winner takes it all. Und ich denke, man sieht auch, wenn man sich die einzelnen Branchen, die Sie vorhin auch angesprochen haben, anschaut, gibt es überall dominierende Player, die genau nach diesem Prinzip verfahren. Amazon, Alibaba, erfolgreich an der Börse, wir haben schon eingeführt, wie sind die aktuell bewertet? Was sind auch aktuelle Kursziele? Also wenn man sich die Kursziele von Amazon anschaut, beispielsweise 12 Monats Kursziel bei Bloomberg derzeit bei 1400 US-Dollar. Aktie steht derzeit bei 14,50, ist also schon ein bisschen gelaufen. Hingegen, wenn man sich die Analystenmeinungen anschaut, dann ist es wirklich beeindruckend, wenn nicht sogar atemlos, was da steht. Also wir haben 50 Analysten, die derzeit die Amazon auf Kaufen setzen, 2 diese auf Halten und 0 diese auf Verkaufen setzen. Und das Bild sieht bei Alibaba ähnlich aus.
Wir haben ein Kursziel von derzeit 223 US-Dollar, Aktie notiert derzeit bei 203, also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, im Gegensatz zu Amazon, was das 12-Monats-Kursziel anbelangt. Und die Analysten-Ratings sind eigentlich ähnlich verteilt. Wir haben derzeit 48, die Alibaba auf Kaufen setzen, einer, der sie auf Halten setzt und nur diese auf Verkaufen setzen. Also aus Analystenseite eine sehr deutliche Sprache. Okay, es geht aber letztendlich um mehr als um den Umsatz. Es geht nichts ohne die Daten von Kunden und die bekommt man am besten, indem Kunden auch digital bezahlen oder mit einer App bezahlen, einer Karte zahlen. Sind da auch die Chinesen eher vorne? Deutschland ist das ja noch ein relatives Entwicklungsland. Das ist richtig. Also wir Deutschen sind da sehr konservativ und zahlen noch sehr viel Cash, während die Chinesen fast viele kein Bankkonto kennen. Die haben ein Smartphone eben und dementsprechend wird auch dann die Bezahlungen digital abgewickelt über Apps, also Beispiel Alipay oder über, bei Tencent über deren Dienst, das ist WhatsApp, worüber man dann heute schon Transaktionen machen kann und bezahlen kann. Noch zwei kurze Beispiele aus dem Reisemarkt. Priceline kennt vielleicht nicht jeder, aber auch so ein umkämpfter Markt und man hat das Gefühl, Reiseportale gibt es in Unmengen. Also was ist jetzt an Priceline das Besondere? Ja, Priceline ist so ein bisschen der Amazon der Reiseportale, denn sie sind überall eingebettet. Und auch hier trifft letztendlich dieses The Winner Takes It All Prinzip zu, dass sie im globalen Reisemarkt, wo immer sie unterwegs sind, am Ende des Tages mit großer Wahrscheinlichkeit doch bei Priceline vorbeikommen. Okay, wir sprachen jetzt über Asien und Amerika. Wie passt die deutsche Börse zu Amazon, zu Priceline, zu solchen Playern? Die deutsche Börse ist eine digitale Plattform, wo letzten Endes auch Nachfrage und Angebot zusammengebracht werden in Form von Aktien, in Form von Terminkontrakten. Und auch hier haben wir mittlerweile eine sehr hohe Digitalisierung in der Wertschöpfungskette und dementsprechend sind natürlich Börsendienstleister hier in gleichen Atemzug zu nehmen, wenn es um digitale Marktplätze geht, wie eben Marktplätze aus dem Bereich Einzelhandel, Immobilien oder Reisen. Gleicher Atemzug heißt in dem Falle gleicher Index. Amazon, Alibaba und noch weitere sind in einem Digital Marketplace Index gebündelt. Was ist alles außer den vier noch drin? Das ist letzten Endes ein Plattformindex, wie man hier sicherlich sehr schön sieht. Wir haben eine Netflix drin, die natürlich den ganzen Bereich des Videostreamings dominiert. Wir haben eine eBay drin, wenn es um Handelsmarktplätze geht, eine Amazon. Aber eben auch beispielsweise im Finanzbereich haben wir eben gesehen, die deutsche Börse, hinzu kommt durch die CME hier in Chicago bzw. die Hong Kong Exchange, Reisebereich, Expedia ist mit enthalten, die Priceline, im Zahlungsverkehrsbereich noch die PayPal. Also man sieht, es sind sehr bekannte, sehr prominente Marken auch drin, die letzten Endes auch sag mal, beim Verbraucher einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Und den haben sie natürlich nur durch ihre starke Marktdominanz und ihre starke Marktdurchdringung. Markenimage ist nicht das alleinige Kriterium, denke ich mal, für diesen Index. Worauf kommt es dann noch an, dass es ein Unternehmen in diesen Index mit 20 Titeln schafft? Derzeit 20 Titel. Natürlich ist in erster Linie der Plattformcharakter dominierend. Hier geht es darum, Unternehmen herauszufinden, deren Kerngeschäft in der Bereitstellung von Plattformdienstleistungen liegen. Wir schauen uns hier verschiedene Sektoren konkret an. Das ist im Immobilienbereich, Reisen, Medien. Wir haben die Vertreter eben in der Liste sehr anschaulich gesehen. Und Zielsetzung ist es eben auch hier zu versuchen, mit einem gewissen Value-Ansatz auf neue Technologien zu gehen. Neue Technologien, das geht ja manchmal schnell. Wie oft wird denn dieser Index überprüft? Der Index wird zweimal im Jahr angepasst. Das heißt, es wird überprüft, ob es neue Unternehmen gibt. Sie haben völlig recht, in dem Bereich ist natürlich viel Dynamik, auch viel M&A. Das ist ein halbes Jahr schon lang. Da kann ein halbes Jahr lang sein. Auf der anderen Seite sind 6 Monate auch relativ schnell um. Denn Sie müssen auch bedenken, je öfter Sie natürlich den Index anpassen, umso kostenspieliger wird es natürlich auch für den Indexanbieter bzw. für denjenigen, der den Index replizieren muss. Apropos Kosten, wenn man jetzt diese Unternehmen kauft, kann man das einzeln tun. Sie sagen alle 20 in einen Index. Darauf dann ein Zertifikat. Was ist das Besondere
an so einem Zertifikat gäbe es ja eben immerhin noch die Möglichkeit, Einzellösungen zu erwerben, entweder als Direktinvestment oder ein anderes Produkt mit einem Basiswert von 1 bis 20 Titeln. Na gut, Sie haben es ja recht konstatiert, es ist ein sehr dynamisches Marktsegment, es ist ein sehr starker Trend, wo natürlich auch viel Bewegung drin ist. Das heißt, wenn ein Anleger das Ganze über Einzelaktien abbilden möchte, hat er natürlich einen sehr hohen Analyseaufwand, den er reinstecken muss, um die entsprechenden richtigen Aktien herauszupicken. Und er muss natürlich auch dafür sorgen, dass er eine gewisse Diversifikation hat. Wenn er sich also sagt, ich habe hier ein spannendes Thema, ich glaube an die Plattformtechnologien und ich möchte eigentlich die besten Plattformaktien haben, dann ist er natürlich mit so einem Index gut beraten, weil er kauft die 20 Top-Marktplätze mit einer Transaktion in sein Portfolio. Ja. Was ist mit Dividenden, die gegebenenfalls von diesen 20 Unternehmen ausgeschüttet werden? Wenn also diese neuen Technologieunternehmen dazu übergehen, jemals eine Dividende zu zahlen, dann fließen die in diesen Index ein. Das ist also ein Performance-Index, das heißt, Dividenden werden reinvestiert. Dafür wird dann entsprechend eine Managementgebühr fällig, die dafür sorgt, dass eben dieser Selektionsprozess vonstatten geht, beziehungsweise dann auch natürlich die Portfolio-Reallokation zweimal im Jahr, wenn es zur Anpassung kommt, durchgeführt wird. Herr Geiger, Herr Rabold, vielen Dank. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, digitale Marktplätze haben allein 2017 überwiegend einen Lauf an der Börse gehabt. Sprichwörtlich allein die Entwicklung zum Beispiel bei Amazon oder Alibaba. Die meisten Analysten gehen aber davon aus, dass da noch Luft nach oben ist und haben so ihre Kauf- oder wenigstens Haltlisten verstärkt. Wie es an den digitalen Märkten weitergeht, auch hier an der Deutschen Börse, börsentäglich Updates von uns.